Ich habe heute die große Freude, euch durch die Diskussion führen zu können. Wir reden heute über digitale Suffizienz. Wer ist denn hier, weil er dieses Wort hier auf der Konferenz aufgeschnappt hat oder Sie und jetzt wissen möchte, was das eigentlich ist? Wer wusste es denn schon oder wer kannte den Begriff schon vorher? Ah, doch einige, sehr schön. Und wer ist zufällig hier und weiß eigentlich noch gar nicht, worum es geht? Genau, okay. Ich hole jetzt gleich mal unsere tollen Leute auf die Bühne, die wir heute für euch hergeholt haben. Wir haben einmal Steffen Lange und Tilman Santarius. Wir haben Angelika Zahnt und Eckhard Lilienthal hier. Ihr könnt euch gerne schon mal setzen. Genau, und genau, ich darf hier nicht stehen, hieß es, weil wegen sonst pfeifig. Ich habe mir einen kleinen Spickzettel gemacht, was diese Menschen alles Tolles gemacht haben, weil es ist sehr viel und das Wochenende ist schon sehr lang. Ich fange an. Angelika Zahnt hat irgendwann mal ganz vor längerer Zeit Volkswirtschaft studiert und hat dann schon 1998 angefangen beim BUND für Umwelt und Naturschutz Deutschland und war erst Stellvertretende, dann Vorsitzende und jetzt Ehrenvorsitzende. War auch im Rat für nachhaltige Entwicklung von 2001 bis 2013, erhielt 2008 den Deutschen Umweltpreis der DBU und 2007 und 2011 das Bundesverdienstkreuz. Sie hat sehr viele interessante Bücher publiziert, unter anderem damit gutes Leben einfacher wird, Perspektiven einer Suffizienzpolitik oder auch Postwachstumsgesellschaft. Genau, ich mache einfach gleich weiter. Wir haben Eckhard Lilienthal da vom Bundesministerium für Wirtschaft und Forschung, Bildung und Forschung. Kleine Anmerkung, ich bin aus der Schweiz erst seit kurzem hier und versuche mich mit den Ministerien hier erstmal vertraut zu machen. Also ich hoffe, wenn Fehler passieren, ihr verzeiht mir das. Genau, er leitet das... Entschuldigung, jetzt bin ich raus. Grundsatzreferat der Abteilung 7 Zukunftsvorsorge, Forschung für Grundlagen und nachhaltige Entwicklung und ist so auch für das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit zuständig. Das freut uns sehr, dass er hier ist, auch bei uns. Und dann haben wir Steffen Lange hier. Er hat in VWL zu dem spannenden Thema promoviert Macroeconomics Without Growth. Manche kennen vielleicht auch sein Buch dazu. Er ist in der Forschungsgruppe sozialökologische Digitalisierung und sozialökologische Transformation aktuell und befasst sich auch viel mit dem Thema und genau hat auch das Buch mitgeschrieben, um das es heute auch gehen wird, Smarte Grüne Welt. So, dann haben wir noch Tilman Santarius hier, auch er in der Forschungsgruppe, in der übrigens auch ich bin, Digitalisierung und sozialökologische Transformation. Einen kleinen Moment. So, aktuell ist Tilman an der TU im Fachgebiet sozial-ökologische Transformation Professor, auch am IÖW, genau, und ist auch Co-Autor des Buchs, auch von anderen spannenden Büchern, wie zum Beispiel Fair Future, begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit oder Slow Trade, Slow Farming oder auch zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt. So, das sind unsere Gäste von heute. Genau, ganz kurz zum Ablauf. Wir werden jetzt 20 Minuten lang Inputs hören von den verschiedenen Menschen, die wir haben. Sie werden dann ein bisschen gemeinsam diskutieren, aber uns geht es vor allem auch darum, dass das Publikum mit einbezogen wird, also dass ihr euch auch melden könnt mit euren Fragen. Wir fangen deswegen gleich an mit Eckhard Lilienthal. Er wird uns etwas zu seinem Gebiet erzählen, genau, zur Forschung zu Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Okay, werde ich machen. Herzlichen Dank für die Einführung. Ich leite nicht das Referat, ich bin der zuständige Referent für Digitalisierung und Nachhaltigkeit und für die Programmatik unseres großen Rahmenprogramms Forschung für nachhaltige Entwicklung, FONA. Ich glaube, uns geht es schon als Forschungs- und Bildungsministerium auch so,
Nee, sie hat extra gesagt, alle da sitzen, damit wir sitzen genau, können. Genau, also wer jetzt gar nichts sieht, wir hatten extra darauf hingewiesen, leider können wir nur hier sitzen durch die Räumlichkeiten. Ihr könnt euch gerne noch hier nach drüben bewegen, wenn es geht. Ich rede nur einfach. Es wird optisch auch gar nicht viel verpasst, wer mich nicht sehen kann. Bleib ruhig. Digitalisierung und Nachhaltigkeit, ja. Nicht nur in den SDGs, sondern auch im Rahmenprogramm FONA 3, das auch 2015 rauskam, steht von Digitalisierung wahnsinnig wenig. Muss man einfach sagen, dass wir trotzdem über unsere sozialökologische Forschung unter anderem zum Beispiel die Nachwuchsgruppe von den zwei Autoren gefördert haben, aus denen dann dieses Buch entstanden ist, aus dem vielleicht auch diese Tagung entstanden ist, ist natürlich, finde ich, ausgesprochen segensreich, muss aber tatsächlich selbstkritisch sagen, man kann es nicht als ein Zeichen dafür nehmen, dass wir schon seit Jahren da auf dem Weg gewesen wären. Ich würde schon sagen, wir haben zwar oft geschrieben, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind zwei Megatrends, was man da noch alles so sagen kann, aber alles sehr viel im Modus des Findens und Glaubens und vielleicht auch mal Forderns. Ich habe auch den Eindruck, dass das eigentlich für mich jedenfalls in meiner Wahrnehmung das Segensreiche an diesem Buch und der Veranstaltung selber ist, dass sie rangehen, dass wir rangehen, diese Schnittmenge zu kartieren, zu erkunden, zu sagen, was können wir da machen. In dieser Form, wenn ich das sagen darf, finde ich auch das Buch ganz toll als Aufschlag für die Arbeit dieser Nachwuchsgruppe, die ja sich mit einem Punkt beschäftigt, der aus meiner Sicht auch der archimedische Punkt ist für ein Ministerium. Sicher nicht für alle Player, aber für ein Ministerium, nämlich die Frage, welche Rahmenbedingungen, welche Impulse können dafür sorgen, dass Digitalisierung für die Nachhaltigkeit wirksam werden kann. Dass es nicht nur einfach eine Disruption ist, die halt was in Bewegung bringt, aber es rutscht leider in die völlig falsche, nicht nachhaltige Richtung, sondern das zusammenzubringen, ist unsere Frage als Bundesregierung und als Forschungsministerium die Frage, wie können wir da rangehen. Wir machen noch ein klein bisschen andere Sachen, gerade in der sozial-ökologischen Forschung gibt es zum Beispiel auch ein knappes Dutzend an Projekten zum Thema Sharing Economy. Da gibt es dann zwei Projekte zum Thema Impact und Wirkung, da gibt es zum Thema Mobilität, Logistik vier Projekte, zum Thema Konsum und Produktion. Alles mit der Zielrichtung, empirischer werden zu können, Daten zu kriegen, Erfahrung zu sammeln, Modelle mit der Frage, wie können die auch aufgebohrt werden. So, das wäre jetzt mein Anfang gewesen. Super, vielen Dank. Wir würden genau direkt anschließen mit Steffen und Timmern, die uns die digitale Suffizienz näher bringen möchten. Genau. Ich heiße Steffen Lange, wurde ja schon gesagt. Wir haben uns abgestimmt, wir kennen uns ja, wir haben das Buch zusammengeschrieben, wir haben es geschafft, uns abzustimmen. Ich werde eine Einleitung machen, weshalb wir digitale Suffizienz brauchen, und Tillmann wird dann daran anschließen, was denn die digitale Suffizienz jetzt ist. Nachzulesen in dem besagten Buch. Ich fange an, wer in meinem anderen Vortrag war, kennt dieses Slide schon, ich fange an mit einer Hoffnung, die oft formuliert wird, und zwar, dass die Digitalisierung ein Meilenstein ist bei der Erreichung von Nachhaltigkeitszielen. Hier das Zitat, ICT can enable a 20% reduction of global CO2 emissions by 2030. Das ist ja schon mal ganz schön viel, 20% Reduktion des CO2-Ausstoßes. Gleichzeitig, also und diese Hoffnung basiert immer auf Effizienzsteigerungen, also Effizienzsteigerungen im Materialverbrauch, Effizienzsteigerungen im Energieverbrauch, Effizienzsteigerungen bezüglich Emissionen. Gleichzeitig, und das wurde auf der Tagung auch schon mehrfach jetzt gesagt, deswegen mache ich es ganz kurz, ist das eben nicht so einfach mit der Digitalisierung und den Effizienzsteigerungen, weil Digitalisierung immer Geräte und auch Stromverbrauch gleich mitbringen. Das ist die materielle Basis der Digitalisierung, und was wir ja auch insbesondere untersuchen, sind Rebound-Effekte und Wachstumseffekte, also inwiefern führt die Digitalisierung über die Effizienzsteigerung zu Rebound-Effekten, und das kann eben diese Effizienzsteigerung, die positiven Effekte der bezüglich Nachhaltigkeit von diesen Effizienzsteigerungen wieder aufheben. Ein Beispiel, das ich immer gerne nenne, weil so viel diskutiert wird, ist das selbstfahrende Auto. Das ist
wäre wahrscheinlich effizienter im Sinne von, es bremst weniger, es beschleunigt weniger, es weicht Staus aus. Gleichzeitig wäre es so angenehm, darin Videos gucken zu können und schlafen zu können, wenn man denn möchte, dass man wahrscheinlich noch viel mehr mit dem Auto fährt. So als ein Beispiel Effizienz versus Rebound-Effekte. Ich möchte das jetzt noch, diese Diskussion Digitalisierung und Nachhaltigkeit in den großen Rahmen der Entkopplung stellen, um zu zeigen, wie groß die Herausforderung ist. Und zwar wird da diskutiert, okay, wir haben Wirtschaftswachstum, also Economic Activity hier im Englischen, und dann wird unterschieden zwischen relativer und absoluter Entkopplung. Relative Entkopplung wäre, wir haben Wirtschaftswachstum, der Emissionsausstoß wächst weiterhin, aber nicht ganz so schnell. Das ist das, was wir weltweit gerade beobachten, also die mittlere Linie. Und was wir brauchen, wäre eine absolute Entkopplung, also die untere Linie. Und was wir in Wirklichkeit brauchen, ist eigentlich noch eine steilere Linie unten, auf jeden Fall was den Klimawandel betrifft, weil wir da innerhalb der nächsten 20 Jahre, innerhalb der nächsten 12 Jahre inzwischen nur noch, den Ausstoß halbieren müssen, was, also global gesehen, was die Klimagase angeht. Also wir brauchen eine radikale Reduktion. Deswegen ist aus meiner Sicht auch nicht mehr so viel die Frage, die wir in unserem Buch bearbeiten, was sind die ökologischen Auswirkungen der Digitalisierung, sondern noch spannender finde ich inzwischen die Frage, welche Rolle kann und soll die Digitalisierung in einer sozial-ökologischen Transformation spielen? Also die sozial-ökologische Transformation als große Herausforderung. Wir sind jetzt im Zeitalter der Digitalisierung. Welche Rolle spielt die Digitalisierung dabei? Das versuchen wir am Ende des Buches zu skizzieren und entwickeln da drei Leitprinzipien, die wir glauben, die wichtig sind für die Digitalisierung, um die eben vor den Karren der sozial-ökologischen Transformation zu spannen. Das sind digitale Suffizienz, konsequenter Datenschutz und Gemeinwohlorientierung. Das können wir nicht alles diskutieren heute. Heute geht es nur um die digitale Suffizienz und damit übergebe ich an Tillmann. Danke. Ja, fliegender Wechsel und ich knüpfe auch an meinen Eröffnungstalk gestern Morgen. Ich weiß nicht, wer es gehört hat, da war so eine ähnliche Folie drauf. Digitale Suffizienz, das ist sozusagen eines unserer drei Leitprinzipien in dem Buch Smarte Grüne Welt. Und das Motto hatte ich gestern, glaube ich, nicht auf der Folie. Das Motto von diesem Prinzip könnte sein, so wenig Digitalisierung wie möglich, so viel wie nötig. Ne? Also die Frage ist schon sozusagen, wo können wir genau Digitalisierung einsetzen, um auch Suffizienzziele zu erreichen oder einfach auch andere gesellschaftliche Ziele, ne, die jetzt vielleicht auch jenseits dieser Konferenz hier diskutiert werden, die aber trotzdem möglichst im Zaum gehalten werden. Wir haben das, wie wir ja vorher hier schon gesagt haben, haben wir das durch drei Prinzipien untergliedert: Techniksuffizienz, Datensuffizienz und Nutzungssuffizienz. Und darauf würde ich jetzt kurz eingehen. Techniksuffizienz stellt eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage: Was soll überhaupt digitalisiert werden, wenn es um eine Substitution von analog durch digital geht? Ja. Ich bringe mal ein Beispiel, E-Book-Reader. Ein klassisches Beispiel, jetzt kann man sich fragen, trägt der E-Book-Reader in meinem privaten Leben dazu bei, dass ich damit Ressourcen oder Energie einspare? Wir haben uns das angeguckt in dem Buch und verschiedene Lifecycle-Analysen zu E-Books verglichen mit den Footprints, also Lebenszyklusanalysen von analogen Schmökern. Und ich gehe nicht in die Details. Das Ergebnis ist, man muss ungefähr 30 bis 50 Bücher, je nach Dicke des Buches, auf dem E-Book-Reader gelesen haben. Dann fängt man an, in energetischer Hinsicht einzusparen. Das heißt also, für viele Leserinnen und Leser lohnt sich so ein E-Book-Reader auch in ökologischer Hinsicht. Wenn man aber eben nur 20 geschafft hat zu lesen und dann geht leider schon das Display kaputt oder sonst irgendwas, dann hat man hier ökologisch nichts eingespart. Das heißt, jeder muss sich einfach selber fragen, ist jetzt so ein E-Book-Reader hier eine gute Idee? Ja, und meine zweite Tochter, die liest so viel, die sagt jetzt dringend, ich brauche einen E-Book-Reader, das lohnt sich total, nachdem ich ihr diese Story erzählt habe. Und das kann ja dann auch sein. Zweite Frage, was soll überhaupt digitalisiert werden? Beispiel E-Book-Reader. Zweite Frage von der Techniksuffizienz ist, alle Geräte möglichst ökologisch nachhaltig und sparsam erzeugen. Das ist sparsam im Betrieb sein. Das ist im Grunde die alte Frage auch von Green IT. Ja, hier, wie können die Geräte so hergestellt werden, dass sie möglichst ökologisch nachhaltig sind? Wie können sie im Betrieb möglichst
unter guten Standards wenig Strom und Energie verbrauchen, bezieht sich nicht nur auf Endgeräte, sondern auf Rechenzentren und ähnliches. Und in demselben Raum hier gestern auf dem Podium hatte ich auch vorgeschlagen, dafür wäre es super, so eine IT-Design-Richtlinie zu haben. Gutes Beispiel eben für nachhaltige, ein Schritt in die Richtung nachhaltigere Geräte wäre sowas wie das Fairphone. Brauche ich, glaube ich, hier nicht auszuführen. Zweites Prinzip ist die Datensuffizienz. Deren Grundfrage könnte sein, was soll überhaupt vernetzt werden? Ja, und hier sieht man jetzt die Karte, die auch schon gestern, sorry, dass sie nochmal kommt, alle mit dem Internet vernetzten Geräte aus dem Jahr 2014 leider, ich hätte gerne aktuellere. Man sieht, wo die Hotspots sind und man kann sich fragen, okay, da gibt es also auch noch ein paar Menschen auf der Erde, die kommen mit weniger Vernetzung aus. Also was soll überhaupt vernetzt werden? Leitsatz, je weniger permanente Vernetzung, desto weniger Datenverkehr und desto weniger auch Stromverbrauch. Ein Beispiel wieder hierfür, Streaming. Ne? Beim Streamen kann man, wenn man sich einen Hollywood-Streifen aus dem Netz streamt, in energetischer Hinsicht sparen. Im Vergleich zu, ich bin früher zur Videothek gefahren, habe mir eine DVD ausgeliehen, bin wieder nach Hause gefahren, habe die DVD reingeschoben, habe den Film geguckt. Da kann man Energie sparen. Wenn es aber dazu führt, und das hat Steffen ja auch gesagt, wenn jetzt die Effizienzsteigerung, das Streamen schneller geht, mich weniger kostet, wenn ich irgendwie Netflix oder Amazon Prime Abo habe und auch insgesamt zeitsparend ist und so, dann führt es vielleicht dazu, dass ich mehr streame. Das ist natürlich genau das, was wir sehen. Es werden heute so viele Filme gestreamt wie nie zuvor. Deswegen brauchen wir da eben die Datensuffizienz an der Stelle. Ist ja wahrscheinlich auch bekannt, die Zahl, 60-70% des weltweiten Datenvolumens entfallen auf das Streaming von Filmen. Möglichst. Was sind gute Beispiele für Datensuffizienz? Ein Beispiel könnte sowas sein wie Offline-Nutzung von Apps oder auch anderen Anwendungen. Es muss nicht alles immer in der Cloud gespiegelt werden. Vielleicht nochmal so eine ganz konkrete App benannt, OpenStreetMap im Vergleich zu Google Maps. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen, wie genau die Verbräuche da sind, ne? Aber bei OpenStreetMaps kann man sich viel leichter Karten runterladen, kann man das besser im Offline-Betrieb verwenden und ich denke, das wäre so ein kleines Beispiel, wie man eben im Vergleich zu ständig wird alles, was ich tue und abfrage mit der Cloud synchronisiert, wie man da auch ein bisschen Datensuffizienz generieren kann. OpenStreetMap als Beispiel leitet auch über zur dritten Suffizienz, nämlich der Nutzerinnensuffizienz. Und die Nutzerinnensuffizienz ist also quasi, wie verhalten wir uns in der Anwendung von diesen Geräten? Und da wäre die Leitfrage, wie viel Digitalisierung brauche ich für ein gutes Leben? Kann auch nur jede für sich selber individuell beantworten. Und zurück nochmal zu OpenStreetMaps. Man wird da auch sehen, dass wenn man das benutzt, ist Open Source, ist teilweise offline nutzbar und so weiter, die Anwendung von der OpenStreetMap App ist nicht ganz so komfortabel wie Google Maps. Google Maps ist einfach schneller. Ja, ich muss da nicht so irgendwelche direkt immer die präzise Adresse eingeben, sondern ich gebe nur ein Schlagwort ein, dann schlägt er mir es direkt vor, zack, bin ich da und so. Aber es ist halt ein Beitrag zur Suffizienz, wenn ich mich in meinem eigenen Leben dafür entscheide zu sagen, nee, ich nehme OpenStreetMaps, besser für Privacy, mehr offline und so weiter, Open Source, und muss halt dann irgendwie 3 Sekunden länger die Zieladresse eintippen und dann werde ich genauso sinnvoll und günstig hingeleitet wie bei Google Maps. Ne, aber es ist ein Beitrag zur Suffizienz, da so ein bisschen komplizierter sich Mühe zu geben, um am Ende zum selben Ziel zu kommen. Ja, nochmal zur Frage Nutzerinnensuffizienz, wie viel Digitalisierung brauche ich für ein gutes Leben? Wir machen gerade eine aktuelle empirische Untersuchung in der Forschungsgruppe bei uns zum Thema Digitalisierung und Beschleunigung des Lebenstempos. Ich glaube, gerade wenn es um Suffizienz geht, hat das auch was mit Lebenstempo zu tun. Und wir sind noch in der Datenauswertung, ja, aber eine Sache kann ich mal vorwegnehmen. Eine interessante Korrelation zwischen der Anzahl der kommunikativen Kanäle, die jemand betreibt, also von unseren befragten Personen, ob die jetzt bei Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp und so weiter auf sehr vielen Kanälen unterwegs sind oder eher nur auf einem oder zwei. Das korreliert deutlich mit Stress, Beschleunigung von Alltagshandlungen und mehr Aktivitäten im Tag. Ja. Und daran sieht man also ja auch, dass an der Stelle sozusagen, wie viel Digitalisierung brauche ich im Leben, vielleicht ist manchmal weniger mehr, der alte Spruch der Suffizienz, ne, um am Ende eigentlich zu dem zu kommen, was wir alle wollen, nämlich ein gutes Leben, Zufriedenheit, Zeit für Freunde, Familie und die schönen Seiten des Lebens. Ein gutes Beispiel wieder jetzt hier für Nutzerinnensuffizienz wäre, es gibt jetzt schon so eine Art Mini-Bewegung für
WLAN-freie Zonen in Cafés. Ja, also noch vor 5 Jahren war das sozusagen total, oder 10 Jahren war es total geil, oh, das Café hat WLAN. Ne? Und jetzt gibt es sozusagen schon die Gegenbewegung, hier in diesem Café bitte keine Laptops, WLAN-freie Zone. Ich sage jetzt nicht, dass das überall so sein muss, ich sitze gerne mit dem Laptop im Café, aber es ist ein, da findet eine Bewusstseinsbildung statt, die in die richtige Richtung geht, finde ich. Nochmal den Überblick, digitale Suffizienz, dann will ich auch schließen, ich glaube meine Zeit ist längst vorbei. Ne? Ich will sozusagen noch eine Überlegung mitgeben, die man kann sich ja selber immer in Frage stellen. Wir haben diese 3 Prinzipien hier angestellt und worüber wir jetzt nicht reden wollen, ist die Gemeinwohlorientierung, aber ich glaube fast jetzt würde ich 4 Prinzipien der digitalen Suffizienz, eins mehr noch da reinpacken, nämlich die ökonomische Suffizienz, also auf der ökonomischen systemischen Ebene. Kann oder wie kann Digitalisierung der Ökonomie dazu beitragen, dass wir eine doppelte Entkopplung stattfinden? Also nicht nur die Effizienzsteigerung, das wäre diese einfache Entkopplung. Ja? Irgendwie wir werden effizienter und können dann beim gleichen oder wachsenden volkswirtschaftlichen Output mit weniger Energie und Ressourcen auskommen. Das ist die klassische Entkopplung. Doppelte Entkopplung heißt, wie können wir einfach unser Verständnis von Wohlstand, von gutem Leben, von einer friedlichen und demokratischen Gesellschaft vom ökonomischen Wachstumsbegriff lösen und mithilfe von Digitalisierung, Empowerment, Prosuming, Do-it-yourself und vielem dergleichen mehr Wohlstand schaffen, was nicht an Markttransaktionen, Wirtschaftswachstum, BIP-Wachstum geknüpft ist. Das könnte so ein 4. Prinzip von der digitalen Suffizienz auf der systemischen Ebene sein, also Digitalisierung zum Übergang in die Postwachstumsgesellschaft, ins Degrowth hinein. Vielen Dank. Ja, super, vielen Dank für diesen tiefen Einblick. Ich glaube, das hilft uns auch, um später gut diskutieren zu können. Wir haben jetzt noch Angelika Zahnt. Genau. Wir haben einen Kabelsalat vor allem, aber kommt. Hat sich sortiert. Ja, ich habe mich ja sehr gefreut, als ich dieses Buch, euer Buch gelesen habe. Und als ich dort die digitale Suffizienz entdeckt habe, weil ich mich nämlich mit Suffizienzpolitik beschäftige, dass es eben nicht nur darum geht, dass der oder die Einzelne sich möglichst suffizient verhält, sondern auch politische Rahmenbedingungen sind. Von daher fand ich das sehr erfreulich, dass dieser Gesichtspunkt der Suffizienz auch mit dem Digitalen verbunden wird, denn üblicherweise hat man nur die Konnotation, Digitalisierung trägt zur Effizienz bei, hilft alles ökologischer zu machen, alles besser zu machen, alles schneller zu machen. Und von daher finde ich das einen Kontrast, die Digitalisierung mit der Suffizienz zu verbinden. Und es gibt ja jetzt diese neue Umfrage der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, was man mit Digitalisierung verbindet. Und da war sehr deutlich, dass Digitalisierung üblicherweise nicht mit Umweltschutz und Umweltbelastung verbunden wird. Da denken nur 1/3 der Leute überhaupt dran. Wenn man gefragt hätte, ob Digitalisierung und Suffizienz was miteinander zu tun haben, dann glaube ich, hätte man, nicht nur weil Suffizienz ein relativ unbekannter Begriff ist, aber ich glaube, da hätte kaum jemand diese Assoziation hergestellt. Die übliche Assoziation mit Digitalisierung, das konnte man ganz prägnant hören, im Heute-Journal, als der Digitalisierungsgipfel gerade war, da hat sich der Wirtschaftsminister Altmaier hingestellt und hat gesagt, wir müssen Weltmeister in Digitalisierung und künstlicher Intelligenz werden, Exportweltmeister, damit die entsprechenden Arbeitsplätze schaffen. Durch Digitalisierung wird das nämlich befördert und wir haben dann viel mehr Wachstum. Das ist so die übliche Assoziation. Es gibt auch diese andere Assoziation, die du auch schon so ein bisschen angesprochen hast. Mit der Digitalisierung können wir grüne Technologien fördern, können wir effizienter werden und lösen damit das Problem und der Rebound-Effekt wird da auch nicht gesehen. Und das passt auch so in diese Linie, in die Wachstumslinie von immer weiter, immer schneller, immer mehr. Wir wollen auch bei dem Nutzung des Internet und anderer Geräte, dies alles schneller, sofort und von überall alle Daten bekommen. Und von daher finde ich es sehr gut, diesen Punkt der digitalen Suffizienz überhaupt mal in diese in Verbindung zu bringen mit der Digitalisierung und auch zu sagen,
selbst wenn es da große Vorteile gibt, dass ich so viele Daten haben kann, dass ich mich mit so vielen Menschen vernetzen kann, dieser Service hat auch ökologische Konsequenzen und er hat auch menschliche Konsequenzen, weil ich weniger Zeit habe und ständig gestresst bin. Diese Folgen und Nebenwirkungen der Digitalisierung auch in den Blick zu nehmen und eben auch die Frage zu stellen, inwieweit ist auch Suffizienz ein Gedanke, den wir bei der Digitalisierung brauchen. Und da ganz kurz auf die drei Punkte eingegangen, die du ja vorgestellt hast, die technische Suffizienz, glaube ich, sollte sozusagen selbstverständlich sein, dass das alles möglichst effizient gekühlt wird und die Produktion der Server-Einrichtungen, dass das alles suffizient läuft. Ich habe mich da schon auch immer gewundert, wir hatten ja zum Beispiel als Umweltverbände ganz große Kampagnen, um den Standby-Verbrauch von allen möglichen Geräten möglichst zu reduzieren und sich irgendwo den Schalter noch einzubauen, mit dem man irgendwelche Beleuchtungen auch tatsächlich abschalten kann und den Fernseher abschalten kann. Diese Debatte ist bei der Nutzung digitaler Geräte überhaupt nicht da. Da ist die Erwartung, dass man die ständig sofort nutzen kann. Dann bei der Technik auch die Frage, wer entwickelt denn diese Smart Home Gedanken? Sind die Nutzer tatsächlich da einbezogen oder sind das Überlegungen von Leuten, die alle technischen Möglichkeiten ausloten wollen und hinterher uns das dann möglichst energieeffizient als energieeffizient verkaufen, ohne zunächst mal die Frage zu stellen, brauchen wir das wirklich? Und auch bei der Datensuffizienz ist es so, dass ich glaube, viele Menschen sich überhaupt nicht bewusst sind, was denn dieses Streaming an Datenvolumen verursacht. Und dass es andere Möglichkeiten gibt, eben, dass man die Dinge sich selber abspeichert, wenn man sie eben häufiger braucht. Von daher glaube ich, dass das ein Bereich ist, wo sehr viel mehr Wissen nötig ist und auch mehr Alltagsanleitung ist, wie ich mit den Dingen so umgehen kann, dass sie suffizienter sind. Und das geht dann auch schon in die Nutzungsphase, wo ich eben denke, dass diese Frage, wie viel digitale Geräte brauche ich, wie oft müssen sie nun online sein, dass ich diese Frage, wie viel ist genug, eben auch da stellen muss. Und da die Umweltverbände insgesamt, also der BUND, jetzt auch beschlossen hat, diese Frage der Effizienz, da kümmern sich sehr viele Leute darum, die Frage der Suffizienz, da kümmert sich kaum jemand darum, weil ein weniger an Konsum schließlich wachstumsschädlich ist und dieses ist nichts, was offiziell vertreten wird und daran kann man auch wenig verdienen, dass das ein Thema ist, dass die Suffizienz, diese Frage nach dem Genug, diese Verbindung auch mit dem guten Leben und der Achtsamkeit, dass das ein Thema ist, was Umweltverbände stärker angehen sollten und das werden wir auch tun. Und dabei, glaube ich, ist eine Forderung auch wichtig, dass es auch möglich sein sollte, trotz aller Digitalisierung auch ein analoges Leben führen zu können und zum Beispiel auch eine Telefonzelle zu finden und nicht jemanden ansprechen zu müssen, kannst du mir mal dein Smartphone leihen, weil ich sonst keinen Zugang habe zu einem öffentlichen Telefonnetz. Von daher glaube ich, muss man auch sehen, dass bei aller Begeisterung über diese technologischen Entwicklungen und Möglichkeiten, die es gibt, man auch es möglich machen muss, etwas weniger digital zu leben und dabei auch gut leben zu können. Vielen Dank. Da die Zeit ein klein wenig vorangeschritten ist, würde ich jetzt kurz fragen, ob ihr gerade spontan aufeinander Bezug nehmen möchtet. Dann genau. Würde ich, ja gerne. Gerne. Also ich finde das ganz toll, dass wir hier jetzt auch die ganzen zwei Tage nicht nur immer von Nachhaltigkeit in reduzierter Form, Ökologie, Ressourcenschutzen, ganz wichtig natürlich, sondern dass ganz viel die Rede ist von Demokratie, von demokratischen Gesellschaften. Aus dem Ministerium guckend ist mein Gedanke dann schon immer der, wie gewinnen wir Mehrheiten mit Programmen. Also ich weiß, dass man die Frage nicht zu früh und nicht sozusagen als Plattmacher
nutzen darf. Es ist auch gut, Nischen zu haben, überhaupt erstmal Gegenmodelle entwickeln zu können. Aber an irgendeiner Stelle müssen wir auch mal raus aus unserer Nachhaltigkeitsecke. Ein bisschen gehen wir heute schon raus und heute und gestern, aber auch zu denen, die für Wachstum streiten, die für das Menschenrecht auf Schnitzel für 2 Euro, wie das wichtig finden. Und dafür brauchen wir natürlich die Angebote, aber wir müssen uns, glaube ich, schon den Punkt immer wieder auch sagen, das wird eine Aufgabe. Wir wollen das alle, niemand hier hat dafür für eine Ökodiktatur gestritten, deswegen werden wir uns der Aufgabe stellen müssen. Und die Frage ist ein Stück von dem, was ich auch ein bisschen erhoffe von eurer Arbeit die nächsten 3 Jahre in der Nachwuchsgruppe. Eben Hebel, Ansätze, wie kann ich Leute für das gewinnen, was ich jetzt auch richtiger finde, zu sagen, guck auf deine Lebensqualität, wie es dir besser geht. Ich sehe noch nicht, dass das im Moment schon mehrheitsfähig ist oder politikfähig, aber diese Hebel eben möglichst früh rauszufinden, fände ich wahnsinnig wichtig. Ich glaube schon, dass es auch Ansatzpunkte gibt bei Altmaier und Co. Also die Digitalstrategie, die Bundesregierung gerade verhandelt, in der diese Weltmeister-KI-Geschichte auch und so vorkommt. Das erste Feld heißt besser leben und natürliche Ressourcen schützen. Okay, da ist auch manches drin, das nicht im engeren Sinne ins Nachhaltigkeitsfeld gehört, aber eben auch. Und das ist noch eine Geschichte, das fand ich ganz interessant. Ich hätte dazu viel mehr hier auf der Tagung erwartet. Ist gar nicht gekommen, ist auch nicht schlimm, aber nämlich sowas wie zum Beispiel, gestern stand hier der Abteilungsleiter Meyer aus dem Umweltministerium und sagt, wir wollen 50 Leitprojekte künstliche Intelligenz für Ressourcenschutz und Umweltschutz. Solche konkreten, Leitprojekt wäre schön, also Sachen, die auch ausstrahlen, wo man sagt, Digitalisierung hilft mir, kann auch besseres Leben transportieren. Solche Sachen zu entwickeln, wäre, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt. Ich würde auch gerne noch was zu Ihrem Ministerium und den Forschungsprogrammen sagen, die ich ja jetzt auch schon ziemlich lange begleite, weil ich 2000 sowas, haben Sie dieses Programm Sozial-Ökologische Forschung angefangen und da gab es damals einen Strategiebeirat und das war eben auch Beteiligung von Zivilgesellschaft, dass Forschung eben nicht nur auf technische Innovationen orientiert ist, sondern auch soziale Innovationen mit einbezieht. Und ich würde schon sagen, die Tatsache, dass es jetzt dieses Projekt gegeben hat, dieses Nachwuchsprojekt, war schon auch Teil der Einmischung von Zivilgesellschaft in die Programmatik von Forschungsprogrammen. Und da finde ich es also positiv, dass das Forschungsministerium sich langsam und mit etwas Druck, aber doch diesen Fragestellungen geöffnet hat. Und ich hoffe, dass Sie da noch weitermachen. Denn wenn man sich ansieht, wie die Forschungsgelder verteilt sind, dann ist bei allem Wertschätzung dieses Programms, der Unterschied zwischen dem, was in die Forschungsprogramme für die Automobiltechnik, für Forschung, auch für Digitalisierung jetzt reingeht, doch sehr verschwindend klein. Und dies zu versuchen, jetzt mit diesen Themen auch in die sozial-ökologische Forschung, in FONA hineinzubekommen, finde ich einen guten Ansatz, der ausbaufähig ist. Vielleicht, genau. Ich würde gerne darauf noch kurz anmerken, dass es ja nicht nur darum geht, einzelne Silos mit Geld zu versorgen, sondern wir gerade auch in unserer Forschungsgruppe inter- und transdisziplinär arbeiten und es natürlich auch eine Überlegung ist, gerade auch in technische, hauptsächlich technische Forschungsprogramme auch mal ein paar SozialwissenschaftlerInnen mit einzubinden. Genau. Super Überleitung. Danke. Super Überleitung, weil ich nochmal auf Sie reagieren wollte, Herr Lilienthal. Sie haben davon gesprochen, dass es darum gehen sollte, Mehrheiten zu gewinnen. Und ich gebe Ihnen recht, mit dem Begriff der Suffizienz haben wir bisher noch nicht die Mehrheiten. Früher hat man immer gesagt, in der Bild-Zeitung, das ist irgendwie komplett out, ne? Also vielleicht die Mehrheiten irgendwie auf den sozialen Medien oder überhaupt in der Bevölkerung gewinnen können. Da sind wir uns drüber bewusst. Ich glaube aber, um mal ein Beispiel greifen, dass der sozialen Beschleunigung, der Beschleunigung des Lebenstempos, ich glaube, hier kann man sofort
Mehrheiten gewinnen, indem man sagt, indem man eine Umfrage macht, wer hätte gerne mehr Zeit für bestimmte Tätigkeiten im Leben, bessere Work-Life-Balance, weniger Erreichbarkeit im Beruf und so weiter. Da gibt es auch schon ganz gute Studien zu, die eigentlich zeigen, dass hier ein unglaublicher Bedarf ist in der Bevölkerung an eher einer Entschleunigung des Lebenstempos als einer Beschleunigung. Also ich glaube, das ist ein Beispiel, wo man sehr schnell Mehrheiten gewinnen kann. Ein anderes Beispiel ist, folgt einem anderen Model of Change. Vielleicht muss man ja nicht immer Mehrheiten gewinnen in der Bevölkerung, um was durchzusetzen, sondern kann auch, indem man in der Nische was Neues anzettelt, plötzlich neue Türen öffnen. Und das machen wir zum Beispiel auch, und das war die gute Überleitung von dir, in unserem Forschungsprojekt, dass wir mit dem Avocado Store, das ist ein sehr kleiner Online-Marktplatz, aber der größte deutsche Online-Marktplatz für nachhaltige Produkte, also quasi Amazon auf Öko, mit dem Avocado Store zusammen drüber nachdenken, wie kann denn suffizienzorientiertes Marketing aussehen. Das heißt, mit einem Akteur, der jetzt zunächst erstmal daran interessiert ist, Produkte zu verkaufen, drüber nachzudenken, wie können wir über Online-Marketing den Menschen, den Nutzerinnen, den KäuferInnen helfen, weniger zu kaufen am Ende des Tages. Das ist jetzt eine Sache, die probieren wir erstmal in der Nische aus. Ich sage auch nicht gleich, dass Amazon dann ein Jahr später drauf einsteigen wird. Also so viel verspreche ich mir auch nicht als Außenwirkung von unserer Forschungsgruppe. Aber vielleicht springen ein paar mehr Unternehmen darauf ab und sagen dann, hey, klasse, darüber haben wir noch gar nicht nachgedacht. Dann können wir neue Kundenbindungen drüber machen und besseres Image und überhaupt, wir sind für einen guten Zweck da und deswegen wollen wir sowas auch in Zukunft einsetzen. Super, ich habe direkt keine Antwort darauf, wie wir Mehrheiten gewinnen, aber ich würde gerne noch einen Aspekt mit in die Diskussion bringen, weil ich habe den Eindruck, wir machen tendenziell, jetzt nicht komplett, aber tendenziell gerade so ein bisschen einen typischen Fehler der Nachhaltigkeitsszene. Und zwar sprechen wir viel über Individuen und auch ein bisschen über Unternehmen. Und ich bin so vom Hause aus Umweltökonom, das heißt, ich habe immer so die Makrobrille auf. Und ich glaube, das kommt an Grenzen. Ich will kurz ein Beispiel dafür geben, weshalb wir aus meiner Sicht wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen brauchen. Und zwar, wenn man sich anguckt, was die Digitalisierung bei der Verkehrswende bringen könnte, dann ist unser Beispiel immer, dass ich auch schlüssig finde, ich habe eine App, ich sage dir, ich komme von A nach B und dann sagt mir die App, wie ich da mit Bus und Bahn hinkomme und nicht mit dem Auto. Das wäre sozusagen, wie die Digitalisierung für die Verkehrswende genutzt werden kann. Jetzt ist es aber natürlich immer noch so, dass, ich war letzte Woche in Wien, dass es viel attraktiver ist, mit dem Flugzeug nach Wien zu fliegen, als mit der Bahn, auch wenn die App mir das wunderbar anzeigt und das ist nur ein Klick. Dazu kommt, ich kann da irgendwie im Zug schön arbeiten, das ist super für mich, also die Bahn wird attraktiver, aber das Flugzeug ist immer noch, ich weiß jetzt gar nicht genau wie viel, wahrscheinlich 5-mal so schnell oder so und wahrscheinlich auch preiswerter, ich habe es nicht recherchiert. Das heißt, damit die Digitalisierung das positive Potenzial entfalten kann, damit die Leute den Zug nehmen nach Wien und nicht das Flugzeug, muss gleichzeitig einfach das Fliegen teurer werden und das Zugfahren von mir aus preiswerter. Da kommen wir nicht drum rum, wie wir da Mehrheiten für finden, das ist jetzt nochmal dann wieder die Frage, aber das finde ich einen wichtigen Aspekt. Vielleicht nur das eine dazu. Also ich glaube, wir müssen jetzt der Digitalisierung auch nicht zu viel umwenden oder dieser Diskussion. Dass die große Nachhaltigkeitstransformation ein Riesending ist und nicht allein über Digitalisierung geleistet werden kann, finde ich völlig richtig. Das mit den Rahmenbedingungen finde ich persönlich auch sehr richtig. Und ich wollte kurz sagen, dass mit dem Mehrheitengewinn richtig, das muss man relativieren. Und ich finde genau das, was Sie vorgeschlagen haben, auch einen unglaublich guten Weg. Nämlich zu sagen, ich darf nicht nur immer mehr Informationen über problematische Sachverhalte raushauen, sondern ich finde, das machen wir bisher zu wenig in der Nachhaltigkeitsszene. Ich muss dem Individuum auch die Möglichkeit geben, sich zu orientieren. Eine Handlung zu finden, von der die Einzelne, der Überzeugung sein kann, das ist jetzt besser oder weniger schlecht als die Alternative dazu. Ich finde das noch, dass es das viel zu wenig gibt, und was Sie sagen, ist nun eine der Möglichkeiten. Finde ich gut. Super. Bevor ich die Runde öffne, wir haben gehört, wir wollen ein bisschen mehr systemisch gucken, wir wollen über Strukturen sprechen, was sich ändern muss und nicht nur das Individuum. Ich würde dem noch anfügen, wir haben jetzt hier so ein bisschen eher eine grüne Runde, wir haben aber viele tolle Menschen aus der Techie-Szene auch hier vor Ort und was ich da schon so ein bisschen lernen durfte oder was da für mich so ein kleines Aha-Erlebnis war, ist auch, dass Menschen aus der Tech-Szene sehr oft konkret werden wollen und sagen, was müssen wir denn jetzt tun? Oder also wir
haben hier viele Begriffe, die nicht genau definiert ist. Das lässt sich auch manchmal nicht umgehen. Aber gerade wenn wir auch von der Digitalisierung sprechen, reden wir natürlich von einem sehr, sehr diversen Konzept. Und auch da hilft es vielleicht manchmal, sich etwas auf ein Beispiel einzuschießen, nicht nur von der Digitalisierung zu sprechen. Das war es aber erstmal von mir. Jetzt fände ich es sehr toll, wenn ihr euch auch zu Wort meldet. Genau. Ich sehe da schon so ein, zwei Fragen. Ihr müsst mir ein bisschen helfen und das Mikro dann einfach durch. Ich kann meins euch leider nicht geben. Aber da kommt. Ja, erstmal vielen, vielen Dank. Sehr, sehr interessant. Mein Name ist Matthias Rau. Ich bin in der Zivilgesellschaft aktiv als Bildungsreferent, Bildung für nachhaltige Entwicklung, globale Medien. So ein bisschen an der Schnittstelle zwischen den beiden Dingen auch. Suffizienz ist natürlich für uns auch ein Thema, das zu vermitteln. Was ich mir jetzt gerade für eine Frage stelle, ist, ich finde, der Begriff ist immer noch sehr schwammig. Also für mich Suffizienz immer dann erst greifbar, wenn klar ist, was das eigentlich für uns bedeutet, im Sinne von den physikalischen Grenzen, in die wir ja eingebettet sind. Und da kann man dann mal Zahlen in den Raum werfen, wie, weiß ich nicht, gibt ja verschiedene, ne? 8 Tonnen pro Person zum Beispiel, gibt auch geringere sozusagen Messungen, die man ansetzt, pro Person global, CO2 im Jahr. Und dann habe ich sofort den Deckel drauf und kann andere Entscheidungen sozusagen treffen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich setze Technologien ein oder entwickle Technologien, frage ich mich auch, KIs zum Beispiel, brauche ich die? Wofür? Führen die dazu, dass ich ein Individuum in diesem 8-Tonnen-Bereich pro Jahr leben lassen kann? Ist das möglich oder nicht? Wie viel dürfen wir denn im Jahr ausstoßen? Und da wäre sozusagen eine Möglichkeit, Innovationen auch anzuregen, weil man einfach eine Messlatte hat, an der man das bemisst. Ansonsten ist Suffizienz ein subjektives Kriterium. Ja? Was soll das bedeuten? Wann ist genug genug? Hast du eine Frage an jemanden bestimmten dazu? Genau, und ja? Da wäre jetzt eine Frage, komme ich zum Beispiel rübergedacht in den Dieselskandal. Da wurde nicht über Mehrheiten irgendwas entschieden, sondern über Justiz. Das Vorsorgeprinzip des Staates muss mich ja schützen. So, jetzt kommt der Klimawandel, wir sagen, CO2-Ausstoß muss reduziert werden. Ist das nicht auch eigentlich eine juristische Entscheidung, die man da fällen kann? Kann ich das eigentlich einfach einklagen? Also wäre die Möglichkeit da, nicht über Mehrheiten zu gehen, die vielleicht gar nicht generierbar sind, weil Lobbyarbeit da entgegengeht? Und kommt jetzt die Frage, das war die Frage? Genau, inwiefern Justiz da eine Möglichkeit darstellt. Ja. Gut. Ja, durch den Dieselskandal und die Feinstaubmessungen wird dieses juristische Instrument ja jetzt ganz offenkundig, dass Justiz eingreifen muss, weil Politik versagt hat in dem Falle. Es gibt aber auch sonst noch Bestrebungen, juristische Instrumente sehr viel stärker zu nutzen, im Beispiel Klimawandel. Es gibt jetzt eine Klage von 8 Privatpersonen, ein Mensch, der auf einer Hallig wohnt, ein Bewohner von den Fidschi-Inseln, die gegen Shell, glaube ich, geklagt haben, oder gegen ein großes Unternehmen, das einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat, um zu sagen, dass sie selber vom Klimawandel so massiv betroffen sind, dass sie deswegen dieses Unternehmen, das so wesentlich zu diesem CO2-Ausstoß beiträgt, haftbar machen wollen. Und derartige ähnliche Klagen gibt es auch gegenüber großen Konzernen. Und ich denke schon, dass dieses juristische Instrument in Zukunft mehr Bedeutung haben wird. Das ist etwas, was noch nicht so üblich ist, aber ich hoffe schon, dass wir mit diesen Instrumenten auf der juristischen Seite einen zusätzlichen Hebel werden haben können. Und der erste Punkt, den Sie angesprochen haben, wie viel steht uns denn zur Verfügung? Die 8 Tonnen sind das, was wir in Deutschland haben jetzt 9,5 Tonnen, also 8 Tonnen ist viel zu hoch. Wenn man innerhalb der planetaren Grenzen bleiben will, dann sind das ungefähr 1 bis 1,5 Tonnen pro Person. Und da ist meine Frage dann auch wieder an die Digitalisierung. Wenn wir weltweit so eine Digitalisierung haben, also mit den entsprechenden Emissionen, die jetzt damit verbunden sind und dem entsprechenden Energieverbrauch, funktioniert das denn überhaupt? Wie müsste eine Digitalisierung aussehen, die wirklich weltweit für alle Menschen übertragbar ist? Und da sehe ich bisher auch kaum Überlegungen. Man ist so in dem Schwung und der Begeisterung, was das alles für Möglichkeiten gibt, dass man die Frage, was hätte das langfristig und weltweit für Konsequenzen, wenn man es in dem Stil übertragen würde.
Okay, ich würde jetzt sehr gerne mal eine Frau dran nehmen, wenn sich dann eine meldet. Nee, das funktioniert so, glaube ich, gut. Machen wir ein bisschen Teamwork und Bewegung, das hält euch wach. Ja. Hallo, also ich würde gerne fragen, wie das mit der Perspektive aussieht, aus der ihr das betrachtet. Also ist das zum Beispiel globaler Norden, globaler Süden? Ist die Frage, Sie sagen ja, digitale Suffizienz. Wie sieht das aus in den, ich will jetzt sagen, dritte Weltländer, will ich eigentlich nicht sagen, aber da ist ja die Digitalisierung, Zugang, Digital Divide ist da ein Stichwort. Also da gibt es ja noch gar keine Digitalisierung oder sehr wenig. Und die Frage ist halt, wie man denen das vermitteln soll, dass die das eigentlich erst gar nicht haben dürfen, wenn man digitale Suffizienz betreiben sollte. Aus welcher Perspektive würden Sie das betrachten, Ihre Theorie? Also in dem Buch diskutieren wir vorrangig die Entwicklungen in Westeuropa, Nordamerika, dem globalen Norden. Trotzdem gehe ich auf die Frage ein. Aus meiner Sicht, also wenn man sich das anguckt, die Konzepte Techniksuffizienz, Datensuffizienz, Nutzungssuffizienz, spricht da nichts dagegen, oder vielleicht nicht so viel, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen, spricht ja nicht so viel dagegen, das auch in anderen Ländern zu nutzen, weil das bedeutet ja nicht, es gibt keine Digitalisierung oder es gibt keine Apps oder keine Funktionen oder wie auch immer, sondern die werden anders gestaltet. Das ist aus meiner Sicht eine andere Diskussion, als wenn wir über Suffizienz oder Degrowth oder Postwachstum insgesamt sprechen. Da gestaltet sich das anders, da tue ich mir als deutscher Bewohner des globalen Nordens, der ich weiß und männlich bin, immer schwierig sozusagen zu sagen, was in anderen Ländern passieren soll. Genau, aber da wäre ich da kritischer, ob Suffizienz dann flächendeckend oder Degrowth, also wirklich ökonomische Schrumpfung, dann flächendeckend ein gutes Konzept wäre. Vielleicht auch nochmal, um den Unterschied klarzumachen, Degrowth auf jeden Fall. Suffizienz heißt ja eigentlich, genug zu haben für ein gutes Leben, was manchmal sogar eine Steigerung bedeuten könnte vielleicht, in gewissen Situationen, genau. Ja, weitere Fragen? Wo steckt denn das Mikro? Genau, gerne weitergeben. Hier. Vlad, ETH Zürich. Wir wissen ja, dass ein Grundproblem von Effizienz der Rebound-Effekt ist und das wurde zu Genüge diskutiert. Ja. Ich habe ein Paper neulich gelesen, irgendwo Skandinavien, dass eins der besten Sachen, die man mit eingespartem Geld machen kann, ist, sich digitales Krams in Online-Spielen zu kaufen. Ja, Schwerte, das irgendwie 50 Euro kostet und ein neues, ja, weil das kostet energetisch fast nichts. Und da geht Geld weg. Und Geld weg ist gut, ja, aus Nachhaltigkeitsperspektive. Also möchte ich provokativ fragen, sollten wir nicht eher digitalen Überdruss fördern? Also warum nicht? Ich meine, mir hat mal jemand gesagt, ein Porsche wäre eigentlich auch ein ziemlich suffizientes Gerät, weil es kostet so schweineviel Geld und wird relativ wenig gefahren. Da bindet man so viel Geld, da kann man eigentlich mit dem Geld keine anderen Dummheiten machen. Ganz in Ihrem Sinne. Aber das Geld ist ja nicht weg, das ist ja dann in der Tasche jemand anderes, der sich dann vielleicht etwas anderes davon kauft. Wir haben jetzt, war das eine befriedigende Antwort? Ja. Gut, wir hatten da hinten noch eine Wortmeldung. Genau. Ja, ich habe noch einen Aspekt, den ich fragen möchte. Vielleicht Vorbemerkung. Diese Entwicklung oder diese Fragestellung, mit denen wir uns hier beschäftigen, die hätten wir uns ja eigentlich auch schon vor 10 Jahren und ich weiß nicht wann stellen können, ja, also ein bisschen länger. Das ist ja jetzt nicht alles so plötzlich über uns gekommen. Was ich mich frage ist, es wird sehr häufig gesagt, wir glauben schon, wir hoffen, wir müssen gestalten. Ich frage mich, wie viel Zeit haben wir eigentlich? Also wie viel Zeit haben wir gegenüber den großen Akteuren, die, weiß ich, eine Überwachungstechnologie aufbauen, die uns versuchen zu manipulieren, zu bestimmten Konsumen zu bewegen, all diese Geschichten, enormen Stromverbrauch. Wie viel Zeit haben wir? Glauben wir tatsächlich, wir können das noch hinbekommen, kommt die Politik nicht viel mehr wieder in die Rolle, naja, wir reparieren dann irgendwie irgendwas ein bisschen, wenn was schief gegangen ist.
Das würde mich also wirklich interessieren, wie Ihre Einschätzungen sind. Ich, meiner Meinung nach, brauchen wir ganz klar messbare Ziele. Ich meine, in der Klimapolitik hat es auch nicht geklappt. Da hat man irgendwann mal gesagt 30% und da hat man gesagt, schaffen wir nicht, machen wir irgendwie später. Vermutlich ist das auch möglich, dass es in diesem Bereich so passiert. Aber ich glaube, wir brauchen ganz klar messbare Ergebnisse und nicht irgendwie, sonst reden wir ewig weiter, was wir glauben, hoffen und so weiter. Und die Mehrheiten für die Position eines guten, menschenfreundlichen, fairen, gerechten Lebens zu schaffen. Also da bin ich so optimistisch, bin ich nicht. Ganz ehrlich nicht. Jedenfalls nicht, wenn es auf Kosten sozusagen, weiß ich, Bequemlichkeit, Geiz und solche Mechanismen, die den Konsum und unsere Lebenswelt ankurbeln. Ich würde gerne fragen, gibt es denn eine Frage dazu? Also was genau war die Frage? Wie viel Zeit haben wir, bis heißt, wenn der Worst Case eintritt und das, was wir denken, was passieren muss, nicht passiert? Oder wann, glauben Sie, könnte das sein? Verstanden worden. Darf ich, oder? Also ich mag das immer nicht so gerne, ehrlich gesagt, wenn ich mal kontern darf, immer dieses auf Zeitdruck und so weiter. Es ist nie zu spät für die Aussage, dass es noch nicht zu spät ist. Finde ich einen sehr schönen Satz. Und zum Thema Digitalisierung, also natürlich sind da die Klimaziele, ja, und ob wir jemals 1,5 oder 2 Grad noch erreichen können, das ist die eine Frage. Aber wir sind in dem Buch auch nochmal am Ende, unserem 7. Kapitel, zu dem Vorschlag gekommen, sanfte Digitalisierung. Tempo rausnehmen, nicht irgendwie jetzt ganz schnell hektisch irgendwelche Entscheidungen treffen, Tempo rausnehmen, erst nachdenken, was wir genau gestalten, wie wir genau gestalten, welche digitale Leistungen Sinn machen und so weiter und dann gestalten. Ich glaube, wir sind nicht gut beraten, jetzt zu hektisch und vorschnell zu handeln. Und jetzt nochmal, wie viel Zeit oder wie schnell sind wir denn? Schauen wir doch mal auf die Konferenz Bits und Bäume. Die ist international einzigartig. Es gibt keine andere Konferenz in anderen Ländern, jedenfalls nicht, dass wir als Organisatoren davon wüssten, die das Thema schon behandeln. Also, hey Leute, wir sind hier und jetzt ganz vorne dran und haben damit auch ein Stück weit Zeit gut gemacht. Eins ergänzen. Also ich, so sehr ich an manchen Stellen Ihnen zustimme, gerade bei dem Thema Bequemlichkeit, Geiz, Gewohnheiten, damit müssen wir umgehen. Ich glaube, dass wir da nicht dran herumkommen und das ist auch, wäre auch mein Gedanke auf dieses Thema, haben wir noch die Zeit? Ich wüsste jetzt auch gar keine Alternative. Ich meine, nehmen wir nur mal das Klimaproblem und sagen wir, möglicherweise reißen wir das 2-Grad-Ziel, was machen wir dann? Sagen, okay, dann auch scheißegal, dann fahren wir jetzt alle Porsche, weil dann können wir auch 5 oder 7 Grad, es wird ja immer schlimmer. Also es wird schon noch genug zum Anfassen geben und je mehr Leute der Meinung sind, dass es höchste Zeit wird, desto mehr lassen sich, denke ich, schon Mehrheiten gewinnen. Wir brauchen die Mehrheiten auch, um klagen zu können, denn das kann man nur auf Gesetzesbasis, die kann man nur mit Mehrheiten machen. So. Super. Ich würde auch gerne noch was zu der Zeit sagen. Ich kann diese Ungeduld sehr gut verstehen und ich denke, es gibt auch Felder, wo man wirklich sehr schnell handeln könnte. Und weil wir das Thema Mehrheiten haben, es gibt seit langen, vielen Jahren Mehrheiten für ein Tempolimit. Eine Maßnahme, die durchaus messbar zum Klimaschutz beitragen würde. Und Mehrheiten allein reichen eben nicht, sondern die Machtverhältnisse müssen eben auch so sein, dass Politiker solche Entscheidungen treffen, die in diesem Fall eben die Automobilindustrie sehr stark tangieren würden, die eben auf Schnelligkeit setzt. Die ökologische Steuerreform, hast du gesagt, und ich kann es, mich regt es schon fast auf, weil ich so seit 30 Jahren an diesem Thema dran bin. Du kriegst immer rauschenden Beifall mit dem Beispiel, dass Flugbenzin eben besteuert werden muss und dass wir eine ökologische Steuerreform brauchen. Und jetzt auch der vom Potsdamer Institut für Klimaschätzung wird immer die globale Umweltsteuer, CO2-Steuer gefordert. Das ist alles richtig. Aber hier kommt trotz aller Erkenntnisse die Politik einfach nicht weiter. Und da kann man schon, denke ich, wirklich sehr ungeduldig werden. Aber diese Ungeduld muss sich dann auch politisch manifestieren. Und wir als BUND und Umweltbewegung, die jetzt den Kohleausstieg möglichst schnell fordern und alle diejenigen, die im Hambacher Forst gewesen sind und dem Nachdruck verliehen haben, die haben etwas getan zur Beschleunigung der Maßnahmen, die die Klimaerwärmung verhindern sollen. Also von daher ist es wichtig, diese Ungeduld auch umzusetzen in eigenes Handeln und in politischen Druck. So,
ich sehe sehr viele Wortmeldungen. Ich würde gerne drei letzte Fragen annehmen, die aufgegriffen werden können in einer Schlussrunde, da die Zeit schon vorangeschritten ist. Schon eine Frage. Genau, hallo. Die erste Frage. Ich habe eine Frage, und zwar, die Digitalisierung hat ja einen großen Vorteil in den Logiken, ich sag mal, der Marktwirtschaft ganz platt, weil sie irgendwo eine Beschleunigung vorantreibt. Wie können wir denn die Suffizienz in den Logiken so kommunizieren, dass sie jetzt plötzlich attraktiv wird und auch zu Recht beziehungsweise attraktiv in den Diskussionen mit hereinkommt, weil sie ist ja aktuell noch nicht in den Diskussionen in dieser Logik so stark vertreten. Wie können wir sie da attraktiver gestalten, um auch langfristig strategisch aufzutreten? Jawohl, danke. Dann, kannst du hier runter für das Mikro kommen? Genau. Wir haben jetzt alle eine kleine Verschnaufspause, um die Gedanken zu sortieren. Genau, wir entschleunigen. Ich fand das eben in den anderen Workshops auch nochmal interessant, vielleicht auf andere Bereiche zu gucken, die uns helfen können, vielleicht auch Zeit uns zu verschaffen. Also wir haben nochmal in Richtung Datenschutz geguckt. Also welche anderen Regulierungen sind eigentlich nötig, damit man solche super Diskurse wie auf der Konferenz sind nochmal anders forcieren kann? Und wenn wir ein Recht einklagen können, ist dann nicht so eine Rechtsschutzversicherung weltweit eigentlich notwendig, damit wir auch alle die Möglichkeit haben, in dem Moment zu klagen? Zwei Fragen. Okay, wir haben hier, vielleicht könnt ihr das durchgeben, das Mikro? Ihr zwei müsst euch jetzt entscheiden, wer von euch die Frage stellen darf. Der Schnellere gewinnt. Okay. Ja, erstmal ein ganz dolles Dankeschön an den schönen Input. Ich habe Bock auf das Buch bekommen, ich werde mir das mal anschauen. Ich bin Unternehmensberater für Nachhaltigkeitsmanagement, deswegen möchte ich nochmal diese Perspektive einnehmen. Wie kriege ich denn jetzt ein Unternehmen dazu, wie kann ich die davon überzeugen, dass Datensuffizienz sinnvoll ist? Denn wir haben den Fall von Big Data, Unternehmen wollen immer so viel Daten wie möglich. Und ich als Berater, wenn ich denen dann sage, es wäre jetzt aber nachhaltiger und besser, wenn ihr nicht so viele Daten habt, ist das eine sauschwierige Argumentation. Eine Frage und die zweite ist, glauben Sie, nachhaltige Digitalisierung fehlt in den SDGs? Weil ich glaube, so richtig steckt das da nicht drin, oder? Ja, super spannende Fragen. Ich würde allen die Möglichkeit geben, dazu nochmal einzugehen. Ich fange an, genau. Ich bin ganz kurz. Das meiste geht ja an die Autoren, das finde ich auch super. Ich will dann nur kurz zu den SDGs was sagen. Die Bezüge zur Digitalisierung, glaube ich, fehlen ganz dringend. Ich finde allerdings, dass die SDGs ohnehin ein ausgesprochen umfangreicher Zielekanon sind, der dann wiederum dadurch Probleme gebiert, dass er eben auch Widersprüchlichkeiten hat. Digitalisierung würde das nicht einfacher machen. Aus meiner Sicht müssen wir ohnehin die operationale Bedeutung von den SDG jeweils im konkreten Kontext diskutieren und aushandeln. Und da gehört dann aus meiner Sicht Digitalisierung rein. Dann mache ich weiter und ich beziehe mich vor allen Dingen auf den Kommentar zum wie kommunizieren wir Suffizienz, die erste Frage. Also aus meiner Sicht in der Postwachstumsbewegung, in der Postwachstumsszene fragen wir uns ja, dass ja seit langem so diese Verzichtdebatte, wie gehen wir damit um, das ist irgendwie unattraktiv. Und die typische Antwort darauf, die ich auch unterstützen würde, ist, positivere Geschichten zu erzählen. Denn das Leben in der Postwachstumsgesellschaft wäre höchstwahrscheinlich eine angenehmere als in der Gesellschaft, in der wir jetzt sind. Und es wäre garantiert eine angenehmere als die Gesellschaft, die unter 5 oder 6 Grad Klimaerwärmung leidet. Von daher kann man da durchaus, okay, das ist jetzt wieder so ein Horrorszenario, aber da kann man positive Geschichten erzählen, die ein entschleunigtes, ein regionaleres, ein mehr Freizeit, ein bessere Arbeitsbedingungen etc. Leben beinhalten. Das zum einen, das nehme ich jetzt als Überleitung zu dem, was ich eh noch sagen wollte. Dieses Geschichten erzählen, das ist das eine. Und das ist auch gut, glaube ich, und diskursiv total wichtig, da diskursiv zu gewinnen sozusagen. Das andere sind die Mächteverhältnisse. Und da kann man schöne Geschichten erzählen. Dann ist die Frage, schafft man es überhaupt, die wirklich kundzutun, in alle Medien reinzubringen? Schafft man es eher nicht aufgrund der Mächteverhältnisse? Und
die Mächteverhältnisse sind eben nicht nur bei Diskussionen, sondern also im Diskurs, sondern vor allen Dingen bei der Umsetzung von politischen Maßnahmen aus meiner Sicht zentral, hatte Angelika gerade schon gesagt, mit dem, zum Beispiel mit dem Tempolimit. Da kommt man ja jetzt nicht so richtig drum rum, wie verändern wir jetzt die Mächteverhältnisse. Was ich spannend finde, ist, bei der Digitalisierung gibt es neue Themen, neue Diskurse, wo die Diskurse und auch die Mächte noch nicht so ganz klar sind. Da kommen neue Akteure rein aus den USA, wo durchaus in Deutschland, in Europa dann gegenteilige Interessen auch von der Wirtschaft, von der Industrie bestehen, wo es aus meiner Sicht interessante neue Einfallstore gibt. Also bei der Besteuerung von solchen Unternehmen, bei der Besteuerung von Daten, bei der größeren Frage der Zerschlagung der Unternehmen und so weiter. Deswegen finde ich Digitalisierung spannend, um die Transformation voranzutreiben. Danke, total spannend. Wir sind mit der Zeit um, deswegen gerne viel sagen in sehr kurzer Zeit. Zum einen die Frage, die Sie gestellt haben nach dem Datensammeln in Unternehmen. Ich denke, da wäre es gut, vorher nachzufragen, wofür brauche ich diese Daten? Und ein Beispiel ist mir in dem Veranstaltungskatalog der Konferenz aufgefallen. Da gibt es einen Workshop zu der Frage, fällt jemandem ein, was wir mit unserer Datensammlung über alle Straßenbäume in Berlin anfangen können? Wir haben uns die nämlich vom Gartenbauamt geholt und haben das digitalisiert und jetzt wissen wir eigentlich nicht, was wir damit machen. Ich glaube, denen wird was einfallen, aber ich glaube, der Weg andersrum, sich zu überlegen, wofür braucht man Daten und wofür braucht man sie digitalisiert, ist der bessere als hinterher zu gucken, was für ein Abfallprodukt haben wir noch aus dieser Datensammlung. Das passiert nämlich häufiger. Und zum Zweiten mit den Geschichten, da fand ich interessant, in verschiedenen Workshops kam von der Tech-Szene die Aussage, ihr in der Umweltbewegung habt es geschafft, den Klimawandel konkret zu machen, die Umweltprobleme deutlich zu machen, Bilder zu machen, auch positive Bilder zu erzeugen. Ich dachte immer, es wäre eine Schwäche, dass wir das nicht gut genug gemacht haben, aber dort wurde gesagt, wir in der Tech-Szene sind erstmal dabei, das Problem überhaupt deutlich zu machen, was es denn für die Privatsphäre bedeutet, was diese Datenmengen an ökologischen Folgen haben. Und von daher glaube ich, dass dieser Weg über anschaulich machen, bildhaft machen, das Thema Plastik ist dadurch erst auch so wichtig geworden, obwohl es vorher genauso deutlich schon in den Zahlen war, als die entsprechenden Bilder da waren von den Meeren, von den Tieren. Und von daher glaube ich, dass man auch bei dem Thema Digitalisierung noch stärker eine Anschaulichkeit braucht, damit man die Notwendigkeit einer Suffizienz auf der einen Seite, aber der anderen vielen regulativen oder der anderen regulierenden Maßnahmen auch erkennt, die in dieser zunächst mal so offenen, freien, unbegrenzten Welt der Digitalisierung zu liegen scheinen. Dankeschön. Dann würde ich gleich Tillmann dran. Ich wollte im Sinne der Suffizienzorientierung, weil es schon nach vier ist, dann gewinnen wir alle Zeit, nichts mehr sagen, außer, dass wer Interesse hat an dem Buch, kann gerne zu uns Autoren nachher kommen und das hier auch erwerben. Super. Wir hatten jetzt gebündeltes Wissen in kurzer Zeit. Informiert euch weiter, es gibt viele tolle Bücher, dieses und andere, vor allem aber auch engagiert euch gemeinsam. Ich würde gerne sagen, wer jetzt noch nicht die Antworten gefunden hat, wir haben ja gleich noch viele tolle Forderungen auf der ADA-Bühne, wo der Trägerkreis dieser Konferenz sich nochmal dazu äußert, was denn jetzt geschehen muss. Und dann würde ich gerne an unseres Stagehost weitergeben, die auch noch ein paar Dinge sagen möchte. Vielen Dank. Ja, vielen, vielen Dank erstmal für die Referenten, an die Referenten und die Referentin. Und vielen Dank, Vivian, für die Moderation. Man hat ja gemerkt, das Thema brennt euch allen so ein bisschen unter den Nägeln und es kamen nicht alle Fragen dran. Das tut uns natürlich leid. Ihr könnt aber gerne die Kommentarfunktion, die Feedbackfunktion in unserem Online-Fahrplan nutzen und da weiter diskutieren oder aber später euch nochmal im Lichthof oder im Chatraum treffen und da nochmal die ReferentInnen löchern mit Fragen. Ja, ich wollte mich auch nochmal bedanken an die vielen, vielen HelferInnen, die diese Konferenz hier möglich gemacht haben, weil man die immer ganz schnell mal vergisst. Die Leute vom Vox
Org-Team, die überall diese wundervollen Winkelkatzen aufstellen und dafür sorgen, dass ihr die Sachen, die ihr verpasst habt, auch noch irgendwie nachgucken könnt, online oder live streamen. Die Leute, die hier den Ton machen, die Leute, die hier im Saal euch die Plätze anweisen und dafür sorgen, dass hier Wasser steht und die Mikrofone alle funktionieren. Die ganzen ReferentInnen und Referenten, die gekommen sind, alle, die mitgeschnibbelt haben und mitgekocht haben und mit abgewaschen haben. Und ich hoffe, ich wette, ich habe eine ganze Menge vergessen, aber ja, das ist auf jeden Fall toll, dass da so viele Leute zusammenhelfen, weil so eine Konferenz ist eine Menge Arbeit. Und wenn man die teilt, dann macht es auch Spaß. Ja.